Hey zusammen und damit. Hey, das war voll von der jetzt mehr geklaut. Okay, wir gehen mal kurz in den Shop, Shop einfach rein und gucken mal kurz hier. Okay, können wir Zeug kaufen. Mark Shamoon gibt dir ganz schön viele Erfahrungspunkte. Zum kleinen Preis. Na, bringt mir nichts. Megakirsche führt deine Gesundheit, Schild und Mana komplett auf. Lecker. Cool. Okay. Ich versuche mich, wie gesagt, auch gerade so ein bisschen halt in das Spiel komplett reinzufuchsen und alles. Es scheint ja nicht nur ein Spiel zu sein, welches 2 Minuten dauert. Prinzessin Mayas Schloss. Da darf ich nicht rein. Hier können wir Exit. Na gut, machen wir doch einfach mal. Ah, okay. Hängende Gärten. Gut, gehen wir in die hängenden Gärten. Und die hängen wirklich. Ui. Können wir vielleicht, wenn wir aufladen? Okay, hätte mich auch irgendwie verwundert. Kann ich hier hoch? Nein, okay. Das sah irgendwie so kletterbar aus. Auch kletterbar aus. Komisch, also dass die Blobbys uns angreifen. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt aber auch nicht so unbedingt das Problem. Ich meine, die sind so knuffig. Ich meine, das Spiel ist sehr knuffig einfach. Und ja, ich weiß, das klingt extrem schwul, aber trotzdem. Naja, was ist das denn für ein Gegner? Au, 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 oh Gott. Aua. Verflucht. Ne, da komme ich nicht dran. Aua. Aua. Oh, Alter. Die, aua. Die tauchen uns hier die ganze Zeit irgendwas entgegen. Uhu. Jetzt stirb. Und du auch. Und du erst. Ach, okay, cool. Na, die Münze nehmen wir natürlich auch noch mit. Moment. Ich will auch noch weiter in die Richtung. So, 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 so. Aber wir kriegen immer wieder Schaden halt. Weil... Ach, wir haben ein Level Up. Ui. Jetzt haben wir aber... schon die erste Situation. Ich werde unsere Turtle-Freundin. Wir machen erstmal kurz, wir skillen so ein wenig. Wieder einmal. Und wieder einmal gebe ich auf extra Lebenspunkte. Und dass wir stärker mit dem Schwert werden. Wir sammeln zuerst hier. Du findest Himbrombeeren. Fuchs Lieblingsbeeren. Bring sie zum Meister Wushu im Bambusdorf. Okay. Hallo, wie geht's hier? Hey Jenna, alles prima. Prinzessin Maya schmeißt eine Party für mich. Kommst du auch? Ich würde lieben gern, Fuh, aber mein Welpe Bella ist weggelaufen. Keine Sorge, sie ist bestimmt wieder in der Wüste. Sie mag den warmen Sand dort. Soll ich ihr nachsehen? Oh danke, das wäre sehr freundlich. Ich werde hier auf sie warten. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Party, ja. Gut, dann gehen wir hier mal lang. Vermutlich kommen wir jetzt in die Wüste. Ja, ja, wir kommen jetzt in die Wüste. Man sieht es nur noch nicht. Seht ihr das kleine Haus, was da hinten gemacht ist? Also gemalt ist. Es tut mir leid, aber es sieht einfach dämlich aus. Okay. Gehen wir aber jetzt erstmal wieder nach Hause und alles drum und dran. Wir müssen jetzt erstmal noch die Himbrombeeren abgeben. Da sind ja die Himbrombeeren. Gut gemacht. Was hast du denn so lange gedauert? Die Waldbewohner sind irgendwie völlig verrückt geworden. Ich glaube, irgendwas Schlimmes geht vor sich. Was denn?
Man glaubte, die Bäume versprühen zum eigenen Schutz ein verrückmachendes Gift. Was? Nein. Der Gedanke daran ist schon völlig bekloppt. Okay. Genug Schabernack getrieben. Fu. Ja, Fu. Wir kümmern uns später drum. Bereit für die Abschlussfeier? Oh yeah. Ich bin schon total aufgeregt. Endlich die Prinzessin zu treffen. Und danach ordentlich zu knallen. Wie sie wohl aussieht. Naja. Dann werde ich dir die Überraschung mal nicht verderben. Geh zum Schloss und bitte benimm dich. Okay, ich gehe jetzt zum Schloss. Aber erstmal darauf, auf dem Weg dahin mache ich natürlich erstmal alles kaputt. Okay. Das war jetzt interessant. So, das ist wieder der Shop. Da gehen wir jetzt nicht rein. Hier, waren wir hier schon mal drin? Nein, okay. Man will auch nicht reinkommen. Da klärt so einiges. Oh, ein Schloss. Gehen wir ins Schloss. Und so betritt Fu das große, schöne Schloss von Prinzessin Maya. Sie heißt ihn herzlich willkommen und die beiden strahlen sich an. Endlich treffen sie sich zum ersten Mal persönlich. Die Prinzessin ist sehr Was war das gerade? Die Prinzessin ist sehr schüchtern, da sie nicht oft Besuch bekommt. Doch als die beiden erstmal miteinander reden, fliegt die Zeit nur so vorüber. Sie lachen und haben viel Spaß zusammen. Ja, was für Spaß wollen wir hier nicht genauer definieren, würde ich mal... Hört da hinten mal jemand auf zu klatschen? Also wirklich. Aber wer ist das? Jemand unerwartet steht plötzlich in der Tür. Es ist ein Kameramann. Der dreht jetzt einen... Filmchen. Ein Fremder, den niemand... Ich mach das Spiel kaputt, es tut mir leid. Ein Fremder, den niemand zuvor gesehen hat. Fu fragt, wer der Eindringling ist. Eindringling? Es tut mir leid. Ich muss gerade irgendwie blöde Sätze raushauen. Es tut mir leid. Ich bin die Zukunft eurer Welt. Sagt eine... Ich bin die Zukunft eurer Welt. Sagt eine metallene Stimme in einem einschüchternden Ton. Fu springt vor die Prinzessin, um sie zu schützen. Er wird nicht zulassen, dass jemand seinen Freunden etwas tut. Zurück, ruft er und zieht sein Schwert. Bevor Fu auch nur reagieren kann, wird er auch schon mit einem Schlag umgehauen. Alles um ihn herum wird schwarz. Man hört Schreie in der Ferne. Alles ist dunkel. Stille. Als Fu wieder aufwacht, liegt er am Gras vor dem Schloss. Oh. Also irgendjemand hat das Schloss kaputt gemacht. Das war Mario. Mario hat das... Mario, der verfickte Klempner. Oh. Es war... Okay, es ist nicht nur das Schloss. Aber der Shop steht noch. Und die Kuh. Die Kuh steht auch noch. Die Kuh ist das auch alles scheißegal. Oh nein, die haben unser Haus kaputt gemacht. Das gibt Rache. Was? Ich muss doch irgendwo noch Torte geben. Nein? Okay. Okay, er bereicht, es ist nicht Lust. Doch, es ist Lust. Nein, okay. Meister Wushu, was ist passiert? Fu, die Prinzessin. Sie haben sie. Ich konnte nicht. Halt still, Meister. Ich werde Hilfe holen. Es ist zu spät, Fu. Du musst gehen und deinen Freunden helfen. Sprich mit den Menschen. Sie können dir helfen gegen die Metallmonster. Hallo, ich bin Microsoft Sam. Was? Ja, das würde ich ja gern. Ich konnte nicht einmal der Prinzessin helfen. Ich bin nicht stark genug. Puh, du musst einsehen, dass es ein Unterschied ist, ob man einen Weg nur kennt oder ob man ihn beschreitet. Meister. Oh Gott, er weint. Es fällt mir jetzt das auf. Dramatisch. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Punkt. Okay, unser Meister ist tot. Diese Kiste ist älter als das gesamte. Ja, dann öffne sie doch einfach. Was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Oh Gott. Das Kind getötet. Oder die Maus getötet.
Verfluchte Scheiße. Hm. Cool, wir können laufen. Ich gucke aber mal gerade hier in der Blobby-Welt. Im Blobby-Wald, Entschuldigung. Nicht in der Blobby-Welt. Gucke ich mal gerade. Au. Ob ich hier hinten den Handschuh jetzt bekomme eventuell. Aua. Alter. Gib mir hier auch einen Piss. Schade, ich hätte es mir vorstellen können, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Aber Fu sieht noch ziemlich glücklich eigentlich aus. Hm. Oh. Ui. Damit kann man wirklich. Kann man kompletten. Okay, mein Schild ist aber trotzdem jetzt fast abgebaut. Ist natürlich dann nicht so schön. So. Schade, ich dachte mir, ich denke immer, ich komme auf diese Insel hier rauf mit dem Einsprung und dann wäre alles ganz simpel, aber gut. Gut, ich nehme an, wir sollen dann hier hinten hin, genau. Was ist denn? Oh, das ist ein toll gezeichnetes Schloss. Also, wie gesagt, mir gefällt der Grafikstil sehr gut, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Da komme ich wieder nicht dran, weil ich diesen scheiß Handschuh noch nicht habe, ne? Gott. Vielleicht muss ich aus. 208er Kombo. Nein. Was war das denn? Kann ich mal bitte danke? Kann ich mal bitte danke? Also das Spiel hat auch eine Menge Elemente von einem Jump'n'Run einfach drin. Gefällt mir aber sehr gut. Also habe ich echt nichts gegen. Ich feiere das Spiel halt auch echt ein bisschen. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Sache. Also von mir gibt es auf jeden Fall, also jetzt so nach den ersten 30 Minuten schon mal so gesehen eine Kaufempfehlung. Aber das, also die endgültige Kaufempfehlung gebe ich natürlich erst, wenn ich das Spiel durch habe. Aber also momentan, ich finde es echt, also ich finde den Humor einigermaßen gut. Also so teilweise halt ein bisschen Humor und alles, ne? Die Musik ist richtig gut, fällt mir gerade so auf. Also so. Die ist doch schon ordentlich gut. Aua. Au. Also die haut also auch schon mal rein, sag ich mal, die Musik. Aua. Hier rüber. Nein. Boah, okay. So. Oh je. Jetzt müssen wir auch noch echt einen Jump'n'Run nach oben machen. Alter. Alter. Gib halt noch mehr Gegner hier hin einfach. Das auf normal. Alter, das wird XP geben. Neunfacher Bonus. Das hat jetzt echt, das hat reingehauen, glaube ich. Aber ich finde es gut, dass das Spiel nicht zu leicht ist. Also ich habe jetzt persönlich nicht so direkte Angst zu sterben, sag ich mal ganz ehrlich. Aber ein bisschen aufpassen muss man dann halt auch doch mal.
Erinnert mich ein bisschen an Mario gerade. Ja, Level Up. Perfekt. Bitte ganz viel auf HP jetzt. Oh nein. Hab ich falsch Taste gedrückt. Das ist die nicht kümmert. Verflucht. Darf ich mich natürlich wieder den ganzen Weg hier lang prügeln. Das ist dann doch ein bisschen blöd. Ah, ja. Na gut. Muss ich jetzt halt mit leben? Na, wobei. Ich kann auch mal. Okay, hier den Weg kann ich nicht ausprobieren. Wie ich es eigentlich gerade geplant hatte. So, hier kann ich wieder eine ordentliche. Na gut, schade. Ja, ich werde trotzdem noch eine gute Kombo noch einfach hinlegen. So. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen wenig HP und alles. Das macht das Ganze wieder ein bisschen spannender. Aua. Aua. Gut. So. Na bitte. Du hast den roten Schlüssel. Eröffnet alle roten Türen im Gebiet. Jedes Gebiet hat eigenen Schlüssel. Informiert. Eröffnet alle roten Türen. Alter. Ja, hier hätte ich jetzt echt noch den Trank gebrauchen. Da hätte ich jetzt echt noch den Trank gebrauchen können. Dann, ob ich den Sprung schaffe, ne? Doch. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, wir sehen jetzt gleich das erste Mal, wie wir sterben. Und ich glaube, es ist immer hier noch jetzt gerade mal nicht zusammen. Ja, wenn wir dort nicht hochkommen, das klappt mir nicht. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist gut. Gefällt mir. Was? Spiel. Och nö. Kann ich den nicht laden? Och nö. Gut, Leute, ich beende hier den Part. Ich spiele das alles jetzt nach. Keine Panik, das seht ihr jetzt nicht nochmal. Das ist ein bisschen blöd. Na gut. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Super Puncher and Ben Adventure. Na gut. Ciao, Leute. Ne? Ist ein bisschen blöd, dass der nicht automatisch mal ab und zu speichert. Na gut, ist aber auch egal. Tschüss.